Wo sind die Assistenten? Die 30. Slapstick. Das meinte ich vorhin, das habe ich vor 5 Jahren alles mit links gemacht, hätte ich 2 auf einmal reingetragen, wäre kein Problem gewesen. Jetzt schiebe ich mich hier. Mein Assistent weit und breit. Ich mache irgendwas falsch. Ich mache mich hier zum Ei. Ich versuche natürlich immer wieder neue Pfade zu ergründen. Ungegangene Wege zu beschreiten. Aber das wird immer schwieriger mit der Zeit. Warum? Ja, weil ich doch so einige Beete schon angelegt habe und Schneisen geschlagen habe durch meine inneren Waldungen und das Unbegangene wird langsam rar. Ich muss da irgendwas tun, um wieder neue Urwälder aufzuschließen. Wodurch wird man denn dann wachgerüttelt? Durch den Wiederholungsekel.
wie man merkt, das habe ich doch jetzt schon tausendmal so durchexerziert. Das wird schal im Mund, wenn man es so oft ausspricht, oder die Bewegung wird einfach öde und banal, wenn man sie zu oft ausführt. Also dass die kindliche Entdeckungsfreude in sich wach zu halten, die hinter jeder Ecke eine völlig neue Perspektive wittert, das ist das Einfache, was so schwer zu machen ist. Actually, yeah, so we want to swap out these.
Was findest du, wenn wir dieses Bild hier hängen und dieses hier links? Das können wir probieren. Okay, so don't, if you can, we're going to swap out these two, but if you can put this one on the left, and then put this one back on the right. Yeah, just let's see. No, this should not be too close to this. So. Diese zentrale Gestalt, das ist natürlich ein Magnet, der. Yeah. Jetzt schon mal. Aber das ist eine Rebirth, ne? Diese Frau hier. Ja. Ja, das geht nicht. Das ist ja, das geht nicht. Na, das war schon besser. Nein. Okay. So if you can bring them back, yeah. When are you guys gonna paint the other floor? Tonight. Tonight? We're gonna, at the end of the day, we're gonna bring them here. Sorry? At the end of the day, we're gonna bring all those in here. Okay. Yeah, ich fand das besser hier. Wir müssen mal reinkommen. Einfach. Ja. Findest du das immer schön zusammen? Doch, das ist gut, weil es so hell ist, so offen und hier haben wir diese Dunkelheit auf der linken Hälfte. Ja, ich glaube, es ist auch besser. Leider eine Schwere. Ich glaube, jetzt brauchen wir ein bisschen Abstand. Ja. Morgen ist der entscheidende Tag. Sehr schön, okay. Okay. Wann weiß man denn eigentlich, ob es fertig ist, wenn es so gehängt ist? Das finde ich eine ganz schwierige Entscheidung. Weiß man das denn intuitiv? Ich überlasse das dann sowieso am Ende dann dem Galeristen. Der hat sich schon mehrfach als sehr feinfühlig und präzise erwiesen, wenn es ums Hängen geht. Und der wird es auch diesmal wieder endgültig richten. Also ich kann dann irgendwann auch nichts mehr sehen. Ich bin dann betriebsblind von einem bestimmten Moment an. Ich habe sie gemalt, ich habe sie hier hin und her tragen lassen und dann ist irgendwann gut. Wenn Sie haben ja vorhin gesagt, Sie haben den Raum im Kopf gehabt, aber ist denn der Raum im Kopf, entspricht er dem Realraum am Ende? Nein, nie, natürlich nicht, weil die Bilder ihren eigenen Raumbedarf anmelden, auch nach innen hin ihren internen Raumbedarf und der deckt sich nicht mit dem realen Raum. Jetzt muss ich weichen. Hello, welcome. Please come in and allow me to show you one of my nail paintings here in the house. So this is a very interesting work done by nail. It's called Headmaster. I'm not sure what that is in Germany. It's about a time that doesn't exist anymore. It's about a system that, in my opinion, didn't work in East Germany, communism. It's a very strict and authoritative kind of society.
clearly here you have the proletariat in all his works. And I don't think you see that kind of same lifestyle in America. You don't, at least I can't remember growing up when I got geology lessons, that kind of authoritative figure standing over you, the teacher. Our teachers used to smile and were happy to teach. Neither one looks very happy that they're doing what they're doing. It's hard to tell what the child is doing. He's obviously all learning here, but it's just a completely different system. And oftentimes, it's like male and female or black and white. I mean, opposites sort of speak a lot in art to me. And so his work has always spoken to me in very deep ways. Here. And this was the third piece of Nao's work that I bought. This is a very quiet room that not everybody sees, obviously. I find it very contemplative, actually, when I'm doing nothing to have a cocktail and come and sit and just look at the art by myself. It's a room of rest, and I just thought it fit. Why are we doing? Here, here, treats. Hello. Okay. Hi. Come on in. Okay. Say hi to everybody. Don't worry. So here in the dining room, we have a large Ralph painting. From a few years ago, I call the Ver, I guess. I'm terrible on my German. Where's, right? Yeah. Where's? One of the things that we love about the work is the historical elements. We find this painting to be, you know, very appropriate in our home. And one of the things that we love about the work is the historical elements. It's very modern, yet there are, you know, I mean, there are people dressed in 19th century garb within the work, and you don't see that in American work. You don't see an appreciation for history and that timelessness of the work, or the different elements happening apparently at the same time or in the same place over time. And it just sort of seems like there's a three-dimensionality of the room and the painting, and it's almost like, you know, this came out of the painting into the room. And so when you're in here, you really feel, and also the way the light pops off the painting, and then we have the light in the room, and then it just makes it very kind of, is this a stage set, or is this, you know, real life? Aww. Wir warten immer fieberhaft, wenn Nao wieder so weit ist. Jetzt waren es fast 3 Jahre. Er hat vor 3 Jahren die letzte Ausstellung gemacht. Er ist ein Superstar in Amerika. Gerade war ein junger Künstler hier, der mir Zeichnungen geschenkt hat.
weil ich ihm versprochen habe, dass er Neo kennenlernen kann. Es wäre nämlich sein absoluter Lieblingskünstler. Und er ist natürlich besonders bei den lokalen Malern eine legendäre Figur. Also das ist eine ganz bedeutende Ausstellung für uns. Was glauben Sie, woran das liegt, dass gerade auch die Amerikaner so eine Affinität zu seiner Malerei haben? Naja, also es ist nun gibt ja nun internationale Affinität zum Werk von Neo, aber er ist natürlich eine ganz authentische, ganz deutsche Figur. Er kommt aus einer Bildwelt und einer gedanklichen Welt, die wirklich nur in Deutschland möglich ist. Er ist ein deutscher Maler und das hat natürlich hier auch was sehr Exotisches. Und natürlich ist er ein ganz großer Könner, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber seine Ikonografie ist ganz eigen und die Amerikaner finden das unheimlich spannend. Du wärst dein Lieblingskünstler. Und jetzt wollte ich, dass ihr euch mal kennenlernt. So, hier ist Neo, hier ist Matt. Nice to meet you. Huge fan. And he just gave me these beautiful drawings. Look at that. Entstehen die Figuren eigentlich aus einem inneren Impuls heraus? Ja. Ja. Die sind im Vorfeld imaginär angelegt als Grundmuster. Also ich weiß natürlich von vornherein, was für einen Charakter ich hier entwickeln möchte. Aber die Details ergeben sich dann beim Tun. Also ich muss natürlich wissen, ob ich hier eine alte Matrone haben will oder eine schöne Jungfer und oder etwas dazwischen. Meistens wird es etwas dazwischen. Und das ergibt sich dann beim Machen. Das wächst dann unter der Hand. Und das ist immer wieder so ein schönes Leben, sich selbst als Schöpfer wahrzunehmen, als wirklich ein Hervorbringer von Charakteren. Das ist einfach mit nichts anderem vergleichbar. Thank you.
Nehmen Sie die Figuren mit, wenn Sie das Atelier verlassen? Begleiten die Sie? Ja. Die begegnen mir auch nachts, wenn sie noch nicht die entsprechende Zurichtung erfahren haben, wenn sie noch widerspenstig sind oder mich einfach verspotten als ihr Hervorbringer, dann rütteln sie an meinem Bett. Sagen Ihnen was? Ja, sie lassen mich einfach nicht schlafen. Das ist einfach eine penetrante Gefolgschaft dann. Das ist mitunter ziemlich übergriffig, was da geschieht. Unruhe, ja, innere Unruhe. Mhm. Kommt es mir so vor, als sind die Figuren so sehr beschäftigte Einzelgänger. Sie sind so für sich in dem, was sie tun. Ja, sie sind kontemplativ. Jeder ist versonnen, introspektiv, mit sich beschäftigt. Es sind somnambule Momente geradezu. Die versuche ich auch generell beizubehalten bzw. heraufzubeschwören. Das ist mir wichtig, dass es nicht zu direkt zugeht in der Interaktion. Dass es keine verschwitzten Realismen gibt, sondern dass es Momente von Zögerlichkeit, von Zaghaftigkeit, von introspektiver Gebremstheit gibt. So wie Schlafwandler? Ja. Ja, Schlafwandler. Hm. Und los. Bei Fuß. Und los. Man hört, es schmeckt. Georg Rauch ist 1960 in Leipzig geboren, ist aber nicht dort aufgewachsen. Seine Eltern sind gestorben, als er ein ganz kleines Kind war. Und er ist dann bei den Großeltern im Harz aufgewachsen, in Aschersleben. Aschersleben, Sachsen-Anhalt, ist eine ganz andere, eine ländliche Umgebung. Und die frühesten Erinnerungen, die sind, denke ich, mit dieser mitteldeutschen Landschaft, mit dem Harz auch verbunden. Neo Rauch ist dann aber zum Studium wieder nach Leipzig gegangen, hat dort an der Hochschule für Grafik und Buchkunst studiert und später einen Assistentenjob angenommen dort. Er war auch dort Professor bis 2009 und lebt immer noch in Leipzig.
würden Sie die Malerei von Neo Rauch irgendwie besonders als besonders jetzt deutsch ansehen, also im Vergleich zu anderen Malern? Man hat bei den Bildern von Neo Rauch oftmals das Gefühl, dass da, dass es ein, dass die Spiegel sind für Deutschland oder für Europa oder und zwar von zwei Seiten. Neo Rauch hat ja nun den Fall der Mauer und damit auch den Zerfall zweier sich gegenüberstehender Weltauffassungen und politischer Systeme ja miterlebt und auch die unmittelbaren Auswirkungen dann in den 90er Jahren. Man hat das Gefühl eines Abgerissenseins, einer Verwahrlosung, die nicht nur eine äußere, vielleicht sogar eine innere Verwahrlosung auch ist. Die ist nun nicht osttypisch, die gab es im Westen natürlich auch. Aber man hat so das Gefühl, als ob es ein Spiegelbild ist, in dem sich auch ganz persönliche Erfahrungen des Künstlers widerspiegeln. Wir sind, glaube ich, noch mal davon gekommen mit einem, nicht mal mit einem blauen Auge, denn wir haben einfach von der Gnade der späten Geburt profitiert. Wer vielleicht zwei Jahre älter ist als ich, hat unter Umständen noch drastische Einflussnahmen des Staates auf seine Kunst erleben müssen. Das war eigentlich vorbei. In den 80er Jahren lag das System schon in der Agonie und übte sich in höflichem Desinteresse gegenüber den Vorgängen auf dem Gebiet der bildenden Kunst. Da war das Schlimmste ausgestanden. Aber ich habe dennoch diese Erwartungshaltung als Schreckensmoment abgespeichert, die ja von Kindesbeinen an uns herangetragen wurde. Kunst hat als Waffe im gesellschaftlichen Kampf zu funktionieren und man möge stets darauf bedacht sein, seinen Klassenstandpunkt unmissverständlich zu erkennen zu geben. Also ich werde in diesem Leben wahrscheinlich nicht mehr in die Bahn einschwenken, in der sich politische Kunst eingenistet hat. Das ist für mich ein für alle Mal erledigt, dieses Thema, auch wenn es noch so sehr en vogue ist gegenwärtig und geradezu zur Voraussetzung gemacht wird, um überhaupt von Kunst reden zu können, dass der Urheber des Artefaktes sich als politisch interessierter und politische Kunst fabrizierender Mensch zu erkennen gibt. Dann muss ich eben sagen, tut mir leid, dann bin ich nicht mit von der Partie, dann macht es ohne mich. Wenn man so will, der Erste, der überhaupt die Qualität von Neo erkannt hat. Wie siehst du das eigentlich heute für dich rückblickend, wenn du jetzt auch diese ganze Geschichte... Ganz am Anfang hat es ja eher angefangen damit, dass ich konnte nicht kochen, aber hatte trotzdem Hunger. Und Neo und Rosa, die konnten kochen. Und da hat sich das irgendwie so gefunden, am Wochenende. Ne? Man kannte sich, ohne dass ich Galerist war und ohne dass irgendwie etwas in der Hinsicht abzusehen war, weil es hat angefangen eigentlich 1981, 82. Da haben wir alle da irgendwo in einem Niemandsland uns aufgehalten. Also na, die DDR als Realität wurde nicht wirklich wahrgenommen, sondern wir, also jung sein, 21 sein, Motto läuft, hungrig sein nach allem, na, und natürlich auch nach Essen. Und Neo und Rosa, die konnten sehr gut kochen, da bin ich sonntags immer mal vorbei. Da gab es Braten. Und so hat man sich kennengelernt. Und dann habe ich lange Zeit für Neo Modell gestanden, an der Kunsthochschule.
Aktmodell vorwiegend, weil da gab es etwas mehr Geld als bei Porträt. Und dann ab, nachdem er wirklich aus der Schule raus war mit allem, also auch Meisterschüler oder so, dann haben wir angefangen halt wirklich zusammen auch zu arbeiten ab 93. Bis dahin war es reineweg eine Sache, dass man sich halt gemocht hat. Man ist befreundet und dann hat sich das auch in die Arbeit hineingetragen. Das war ganz gut. Das ist eine gute Voraussetzung für die Zusammenarbeit. Wir haben uns schon so lange kennt. Ne? Tja, hat sich der Aufwand nun gelohnt? Aha. Das ist die Frage. Ich habe den Kerl jetzt vergrößert. Ja. Nicht wesentlich, aber... Ja, das wird sich erst morgen zeigen, wenn ich wieder reinkomme, ob der okay ist oder nicht. Ja. Kriegt wahrscheinlich noch ein paar hinter die Löffel. So ein suffisantes Schmunzeln, ja, möchte ich ihm nicht durchgehen lassen. So. Aber dass der jetzt größer ist, ist schon irgendwie besser. Ja, das passt besser. Ist ja nicht viel, sind wirklich 3 cm in der Höhe. Das hat aber an Volumen gewonnen. Ja. Vielleicht auch durch die Hand. Findest du, dass du okay ist? Ich war, wir haben schon erzählt, ich fand das andere ja auch grandios. Und dann habe ich es gesehen und dann dachte ich mir, Gott, wie kann man nur auf so eine Idee kommen, das dann doch noch mal so zu drehen und so gut zu machen. Es ist verrückt, dass es funktioniert. Und vor allen Dingen, weil jetzt kommen die einzelnen, die anderen Möglichkeiten auf dem Bild wieder zum Vorschein. Das ist okay. Ja, vorher hat das... Und die andere Farbigkeit einfach das Bild überstrahlt. Aber mit einer blassen Strahlung, ja, mit einer auszehrenden. Ja, und von da ist jetzt mehr Energie, mehr Kraft. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass es klappt. Also ich hätte es gar nicht gedacht. Das war ein krankes Bild. Ist gut jetzt. Neo ist auf jeden Fall jemand, der Leipzig lebt und liebt. Zwickau ist nicht weit fern und er ist natürlich auf Zwickau deshalb auch bezogen, weil Rosa von hier kommt. Sie ist in Kossen groß geworden eine Weile und ist auch in Zwickau geboren und natürlich sind die beiden deshalb auch, was Zwickau angeht, neugierig und offen.
auch eben, wie gesagt, um eine solche Ausstellung zu machen, wo es ja wirklich auch dann ans Private geht. Oder an die Bilder, die bei Ihnen zu Hause hängen. Und das ist ja auch die Chance dieser Ausstellung, etwas zu zeigen, was nicht ständig in irgendwelchen Gruppenausstellungen oder Einzelausstellungen der beiden zu sehen ist. Das ist eines der beiden großen Papierformate von Neo Rauch, die wir in der Ausstellung haben. Und auch hier ist es ein Detail. Rosa, seine Frau, steht im Hintergrund, beäugt die Szene, die in sich ja eigentlich durchaus wieder rätselvoll ist. Der Bildtitel heißt Das Messen. Und Rosa schaut wie in sehr, sehr vielen kleinen Bildern, auch hier und dort, immer aus dem Hintergrund. Sie hat eigentlich eine offene Funktion. Das Verbindende ist die Betrachtung, dass sie sozusagen abwägt, was für eine Situation ist das im Bild, ohne dass sie aber Hinweise gibt auf die Entschlüsselung des Bildes. Zumindest nicht vordergründig. Ich denke mal, sie ist ein höchst aufmerksamer Beobachter dessen, was von Neo in die Arbeiten jeweils hineinfließt. Das ist ja auch ein Vorgang des Alltags. Man beobachtet, wie verhält sich der Partner, was macht er. Und ich denke, dass sie, wenn sie in den Bildern auftaucht, eine ähnliche Funktion hat. Was macht Neo mit dem Bild oder an dem Bild? Und natürlich ist es immer eine Möglichkeit, das Bildgeschehen in eine Distanz zu bringen zu einem gemalten, ich will nicht sagen Kontrolleur, aber scharfen Beobachter. Heroische Perspektive. Hallo, hallo. Schönen guten Abend. Hallo, hallo. Guten Abend. Ach, übrigens, ihr habt eure Decke vergessen. Ja, die hat sie schon besucht. Ja, ja. Sagst du mir, wie es sein soll? Also jetzt, wie? Wieder runter? Ja, noch weiter nach hinten. Und dann ist aber das nicht beleuchtet. Ist das okay für die Bilder noch? Ja, ja, das ist okay. Wir machen eine lange Pause, oder? Mehr kann man gar nicht. Können wir ein Foto einfach arrangieren? Dann ja, gut, dann los, dann machen wir das. Ein sehr schönen Punkt. Ein Traumatier. Ja, dann macht das doch mal. Ich finde das auch eine gute Idee. Wir müssen das ein kleines Stückchen rüberbringen, damit wir beide Bilder sehen, genau. Gehen Sie mal bitte weg da hinten, Herr Box. Die kleinen Bilder sind Geschenke, die wir uns gegenseitig geschenkt haben, entweder zu Weihnachten, zum Geburtstag oder zum Hochzeitstag, je nachdem. Und die größeren Bilder sind oft Sachen, da haben wir dann gesagt, das halten wir jetzt für unsere Sammlung zurück. Und es gibt auch Bilder, dann hat einer von uns gesagt, oh, das Bild würde ich gerne in unserer Sammlung haben. Also das war bei Neo von mir, das Bild die andere Seite. Und ich habe den Blumenhof sehr schön gefunden. Und das sind jetzt zwei Bilder, die in unserer Sammlung geblieben sind. Sie feiern ja damit auch 30 Jahre Ehe, Jubiläum, wenn man so das sagen darf. 30 Jahre zusammenleben und zusammenarbeiten. Was macht da die Spannung aus? Oder wie hält man das aus? Wie hält man das aus? Die Spannung. Ja, also das kommt natürlich ganz gut ineinander, das Arbeiten und das Leben. Das greift wirklich ineinander. Da gibt es bei uns kaum eine nennenswerte Trennschicht. Und insofern sind wir hier in einer Verwobenheit präsent, die uns eben auch im Alltag kennzeichnet. Ich wünschte manchmal, es wäre etwas distanzierter vonstatten gegangen. Denn was es bei uns eben nicht gibt, das ist die Tatsache, dass einer nach Hause kommt und den anderen fragt, wie war es bei dir heute? Ja, wir haben uns eigentlich da nicht sehr viel zu berichten, weil wir eben auf parallelen Schienen unterwegs sind.
Aber es bleibt trotzdem spannend. Was haben Sie beide in all den Jahren voneinander gelernt, durch den anderen Blick? Das lässt sich sicher schwer auf einen Punkt bringen. Ich denke... Kontinuierliche Arbeit, Arbeit mit Farben, Arbeit mit Figuren, Arbeit an mehreren Bildern gleichzeitig. Wie organisiert man eine Ausstellung? Wie macht man Pause? Was fällt dir noch ein? Ja, von deinen Leinwänden her wandern zunehmend junge Frauen zu mir herüber. Ach, so viele sind noch nicht angekommen. Da gibt es noch so eine Altersgrenze um die 50, glaube ich. Ich meine, ja. Ja, doch, eine Verjüngung und Verschlankung des weiblichen Personals ist zu beobachten. Das mag aber auch mit meinem Lebensalter zusammenhängen. Vielleicht ist das einfach. Da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber die Knie sind echt schlanker geworden, muss ich sagen. Vor 10 Jahren waren die Knie kräftiger. Bist du wieder gleich fertig mit beiden? Hast du die neue Leiter ausprobiert? Nee. Ist schon mal nicht ausprobiert. Sieht doch gut aus. Die Schuhe musst du auch noch ein bisschen machen. Ja, ja, klar. Ja, ja, das gefällt dir auch noch nicht hier. Nee. Doch, das finde ich ganz gut. Nee, das sieht aus der Ferne nicht gut aus. Das ist keine schöne Form. Ja, du kannst Klumpen. Ja, dann macht er einfach den Schwanz an der Stelle ein bisschen breiter. Und was du noch machen kannst, du kannst die Warte kann ja noch eine weiße. Ja, mach ich gut. Ja. Dann lässt sich das etwas auf. Und du kannst seine hintere Warte auch noch ein bisschen zierlicher gestalten. Ja. Und die Ferse ausformen. Und das Gleiche kannst du auch noch zwischen seiner Warte und dich hier fehlt auch noch so eine Linie. Vielleicht nehmen sie da eher eine gelbe. Und die haben alle noch keine richtigen Ohren. Nee. Die Ohren sind malbar auf den. Aber du könntest jetzt zum Beispiel Perlenohrringe machen. Die würden gut passen zu den runden Flügelklecksen. Das stimmt, das ist eine gute Idee. Sogar eine Perlenkette könntest du gerne haben. Das wäre vielleicht zu viele Ohrringe, würden reichen. Das eine reicht. Hat der da oben was auf dem Kopf oder sind das seine Haare? Der trägt eine Kappe. Der hat auch schon wieder Kappe in die. Nee, sie sind so Striche. Die bräuchte auch noch einen Rand, die Kappe, wo die zu Ende ist. Weißt du, so ein Samtrand, wo das Licht an der anderen Stelle ist? Na, eigentlich müsste der auch kleine Hörnchen haben, wie der Kollege hier links. Der Junge? Ja. Eigentlich hat er die ja schon. Hat er schon. Ja. Überhaupt noch Farben? Kaum. Geht aufs Ende zu. Ja, so viel hast du nicht mehr zu machen. Ich würde es auch so mit dieser Lupe halt lassen. Das ist ganz schön. Das ist ein sehr leichtes Bild. Das ist schön. Leicht? Ja, es ist etwas Leichtes. Aha. Das ist nicht leicht. Naja, leicht finde ich es nicht cool. Also.
von der transparenten Farbe. Es ist nicht so. Mhm. Das ist ein guter Begleiter. Where are they? Where did they? On the left. Where are they? Watch yourself. It's kind of funny because there's a handsome Kiefer on the other side of this painting. Feels like there's a lot of brutality here. I mean, anytime you have people dressed on one hand, wearing coats, and you feel like it's cold, it's chilling, it's dark. And dark. And then you've got kind of a naked body in the corner, either tied to or leaning or alienated from the rest of what's going on. Do you feel you learn about German history when you look at his work? You know, for us, we've spent so much time in Germany, and we've traveled through East Germany. So for us, in a way, it explains the kind of portrait and mood, the kind of mood that we experience traveling in East Germany. And his paintings almost capture that. I don't think a photograph could capture it as well as the way in which he has this ability to create the psychology of the place. Daniil is probably maybe the most influential painter coming out of Europe right now. He's probably, compared to others in the United States, he's probably underpriced. So, yeah, and certainly underrecognized. I don't think Neo's had one show at the Metropolitan Museum that I can think of, and really hasn't been represented in any museum shows other than that in the States. This is, yeah. This almost has a circus-like sensibility. Do you have this feeling that people are trapped in some kind of action which isn't necessarily of their own choosing, that they're more like actors rather than human beings behaving out of their own free will? Even here, people are doing strange things, but you almost feel like they're in like some kind of trance. They're performing acts, but they're not quite conscious.
catastrophic has happened to the body. Now, is he supposed to be Jesus Christ? And we can make that Jesus Christ or something religious. I don't know. We can make it up as we go along. We can think it's anything. I mean, we can make up any he's story. Not the same type as the other three people. But it's, and yes, then here you just look at his shoes. His shoes are from Whereas they look like they're from the 1800s, right? Right, that's what I was saying. So maybe it's evolution of culture. There's so much going on. To me, it looks like there's part biblical, part immigrants from 200 years ago, part Renaissance, part a lot of history going on. Part different individuals. Communism up there. Who knows what that is? Space. And fire. Outer I don't know. Space. Yeah. Be nice to hear the artist. It's complex, that's for very sure. Complex. Well, you can look at it for a very long time. It's really interesting, was the separation. It seems really somber. It seems like the era between like when East Germany and West Germany was really divided, showing that the majority of life was really somber. If you look at the expressions on everyone's faces, there's no one smiling. Yeah. Even the guy with the musician, the guys with the musical instruments, it seems that the only thing that's smiling is the donkey.2000년도 들어서 제가 라이프치 작가에 대해서 관심을 가졌습니다. 그러니까 독일의 작품은 특징적으로 굉장히 순수하고 진지하고 그런 어떤 페인팅이 갖고 있는 그런 요소들을 충분히 느낄 수가 있었습니다. 그래서 제일 중요한 것은 레오 라흐의 페인팅이 굉장히 완성도가 높다는 사실이지. 네. 그리고 두 번째, 확실히 레오 라흐는 자기의 페인팅에 철학이 있다. 이 화면이 뭐 연설하고 또 여기에 이런 일들 또 갑자기 탱크 또 이런 이런 화면들 또 이런 구성들이 이런 구성 그 디테일한 부분에 대한 그 또 여기 보면은 저거 네? 무슨 뭐 폭탄 같기도 하고 이렇게 자고 있고 또 이런 일들 또 그 여자가 나오고 이런 여러 가지 이런 그런 일들이 또 이 한 이게 전쟁터도 아니고 하나의 네? 집과 공원이 있고 그러니까 이런 일들이 사실은 동독과 서독에서의 그런 여러 가지 어떤 이념적인 차이 이제 그런 거가 겪어가면서 이제 서로가 서독과 동독이 통합되고 이제 그런 거에 대한 여러 가지 배경들이 너무 재밌었다고. 레오 라흐의 이 페인팅을 보면은 그냥 어떨 때 보면은 동시다발로 이런 거가 이런. 그러니까 전혀 어떨 때 보면은 가만히 들여다보면은 전혀 다른 주제인데 사실 이 주제들이 레오 라흐에 의해서 연결이 된다는 게 레오 라흐의 그림의 가장 흥미로운 부분인 것 같다.
그러니까 예술이라고 하는 것은 어떠한 나라 간의 어떤 그 이념과 국가 간도 중요하겠지만 저는 많은 오랜 동안 컬렉션을 하면서 제가 느끼는 예술의 세계는 새로운 세계를 여는 것, 또 작가가 자기의 새로운 시도와 또 자기의 사상과 철학이나 자기가 눈으로 보는 자기 시각으로 작가의 세계로 보는 것을 어떻게 그것을 전달할 것이냐라는 문제에 중점을 두고 Was löst es in Ihnen aus, wenn Sammler $1 million für eine Arbeit von Ihnen bezahlen? Darf man nicht so drüber nachdenken. Also ich habe ja sowieso ein gestörtes Verhältnis zur Zahlenwelt, insofern bin ich fein raus. Natürlich weiß ich, dass es eine enorme Summe ist. Und wenn ich das ins Verhältnis setze zu dem Gehalt, das mein Großvater bezog, dann müsste er wahrscheinlich 1 Million Jahre leben und arbeiten, um überhaupt an diese Summe heranzukommen. Und das steht natürlich in keinem Verhältnis. Aber ja, die Zahlenwelt. Es sind Zahlen. Am Ende verflüchtigt sich alles über Nacht. Das muss man ja auch sehen. Wir leben ja in gefährlichen Zeiten, die von Unwägbarkeiten durchzogen sind. Und es ist der Preis, nicht unbedingt der Wert des Bildes. Der Wert lässt sich nicht bemessen. Thank you.
Versetzt einen denn die Unsicherheit der Zeiten noch stärker in die Kraft des Malens? Es gibt Momente, da spüre ich einen überhandnehmenden Verdruss, der mich zu lähmen droht. Aber ich finde dann immer wieder in die Malerei hinein und verschwinde darin. Es ist ein sicherer Zufluchtsort, innerhalb dessen man seine Widerstandskräfte organisieren kann. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass die Kunst das Böse zu bannen vermag. Ja. Ist das so? Ja, wenn man sich darauf einzulassen vermag, wenn man sich dem Kunstwerk ausliefern möchte und kann, dann kann es einen aussöhnen, auch mit den Schrecknissen dieser Welt. Das Kunstwerk birgt ja das ambivalente Prinzip in sich von vornherein. Es ist ein Musterbeispiel, wenn es vorliegt, für die Ausgewogenheit des Sowohl als auch. Und so sollten wir die Welt auch annehmen, als einen halbwegs ausgewogenen Zustand, in dem es das Gute und das Böse gibt, in dem es oben und unten gibt, rechts und links und so weiter. Und dass wir das alles brauchen, um zu existieren, um uns auch selbst zu vergewissern, um eine Haltung einnehmen zu können zwischen den Polen. Und davon legt ein Kunstwerk in der Regel Zeugnis ab. Danke, meine Herren. Es sind so viele Szenen hier drin, die bei mir etwas auslösen. Ich kann das gar nicht sagen, ob es jetzt einfach hier unten diese Szene ist, wenn man sich das anschaut, was macht der da eigentlich ganz genau? Was passiert, ja? Auf den ersten Blick, wenn man sich die Arbeit ansieht, ist es ja eigentlich eine relativ unspektakuläre Szene. Da denkt man, okay, da stehen so ein paar Leute und mit etwas Spielzeug außenrum. Aber dann schaut man sich das ganz genauer an und dann stellt man sich die Frage, okay, hier, die kämpfen hier gegeneinander. Wie kämpfen die denn eigentlich gegeneinander? Moment, warum ist denn hier eigentlich so eine Flamme im Hintergrund? Wie wird das auch noch gezündelt? Von diesem eigentlich doch relativ unscheinbaren Gesicht, ja, wie kann das davon ausgehen? Und was sagt uns der Hintergrund, der hier hinter ist? Das ist so eine ganze Kombination, ich erlaube mir das gar nicht deuten zu wollen, das kann man, glaube ich, auch gar nicht deuten, man kann es schon deuten, und es gibt aber so viele Interpretationsmöglichkeiten dafür, dass ich für mich beschließe zu sagen, das Gesamtwerk, das wirkt auf mich in einer Art und Weise, da kann ich Stunden davor sitzen und immer wieder neue Aspekte, neue Ecken finden. Und hier die Pose, die er hier dort hockt, kniet, ja, mit dem Blick, wo schaut er eigentlich ganz genau hin? Was interessiert ihn eigentlich wirklich so genau daran? Er, der gar nicht unbedingt beteiligt ist an dem, was hier vielleicht in einer Brutalität gerade passiert. Mir lösen diese Arbeiten einfach eine wahnsinnige Begeisterung aus und sie sind für mich alles andere als traurig. Viele sagen vielleicht, manche sehen, das ist aber doch traurig, ganz im Gegenteil. Für mich ist das nicht so. Sie haben eine gewisse mystische Brutalität manchmal vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle und dann einfach nur etwas wahnsinnig Beruhigendes in sich. Und genau in dieser Kombination sehe ich diese Arbeit. Thank you.
die Protagonisten sind für mich jedes Mal eine Freude, wie ich auch schon gefreut, dass gerade ja über diesen Kafkaesk-mäßigen Käfermenschen mit Füßen, die ich jetzt auch nicht einordnen kann. Es ist bizarr. Ich freue mich darüber, weil jeder hat ja auch solche Welten in sich, jedenfalls geht es mir so. Und das ist jedes Mal wieder eine überraschende Geschichte. Man muss sich ja nochmal umgucken bei seinen Werken. Es ist spannend und mich spricht es an und ich kann damit auch was anfangen, muss ich sagen. Mhm. Ja. Also das Technische lässt sich bei uns nicht ausklammern. Allerdings. Wir sind ja nun während des Druckvorgangs mehrmals immer wieder mit diesem Bild konfrontiert. Und es gibt tatsächlich Bilder, da ist man froh, wenn der Tag vorbeigegangen ist. Also bei Neo ist es meist nicht so, weil man eben die ganze Zeit mit in dieser Geschichte drin ist. Also man ist einfach drin und lebt einfach damit. Ja, und mit jedem Druckgang, also mit jedem weiteren Farbgang, entwickelt sich das ja immer mehr. Nur dass sich dieser Prozess ja über Tage und Wochen hinauszieht und man wächst im Prinzip mit dieser Kunst. Auf und die Bilder sind so richtig in einen eingeschweißt. Ja, das ist also. Das kann ich nicht sagen, weil ja. Man lebt ja tatsächlich mit diesem Motiv dann über Wochen. Ja, das ist dann schon. Sind ja Babys. Hat was. Ist jetzt der richtige Faktor? Das ist die Frage. Ich könnte es mir mehr in Richtung Krabb denken müssen. Also so. Okay. Okay, also noch mehr Rot. Noch röter. Ja, okay. So ein dunkles Krabb. Schmutzig. Ja. Krabb mit Schwarz irgendwie. Benvenuti in Italia, benvenuti a Vicenza e adesso vi faccio vedere i lavori di Neo. Seguitemi. Sicuramente c'è, perché io ho una grande passione per la letteratura, ho studiato letteratura molti anni fa e i suoi lavori veramente possono essere visti come
anche dei racconti liquidi sono fatti con le immagini invece che essere fatti con le parole. E per me Neo può essere considerato uno scrittore a tutti gli effetti e non ho nessun problema a dire che lo paragono a William Shakespeare, per esempio, perché la potenza dei suoi lavori è veramente alta. Si può leggere un'opera di Shakespeare, per esempio, e si può rileggere l'opera dopo un anno, dopo due anni, e non si riesce mai a capire l'essenza o il significato ultimo del lavoro. Uguale per un lavoro di Neo. Si può guardare questa immagine per lungo tempo, ma non riusciremo mai a capire come tutti gli elementi della storia sono collegati. Ed è questo che ci dice a un certo punto che l'opera è grande. E in questa stanza invece ho deciso di mettere anche dei lavori di Neo. È uno spazio sicuramente molto intimo, ma non riuscivo a pensare ad altri lavori da esporre. Erano anni che questa parete era vuota e poi un giorno ho deciso, qui devo mettere i lavori di Neo perché per certi versi questi lavori sono quasi diventati i miei compagni, sono dei guardiani che mi assistono durante la notte. I lavori di Neo possono essere considerati per la maggior parte dei sogni a occhi aperti, quindi non mi sorprende, cioè non sono meravigliato del fatto che io abbia deciso di mettere i suoi lavori nella camera da letto, perché per certi versi è il loro ambiente naturale.
Ihre Eltern kamen bei einem Zugunglück ums Leben, als sie selbst erst wenige Wochen alt waren. Wie schwer ist es denn, sich mit diesem spezifischen Thema Vater und Sohn malerisch zu beschäftigen? So schwer, dass ich gar nicht drüber reden kann. Ich muss es erst machen. Wie sind Sie mit dem frühen Tod Ihrer Eltern umgegangen? Ja, das war natürlich die Katastrophe, die sich als dunkler Film über die ganze Familie gelegt hat und die mich wahrscheinlich bis auf den heutigen Tag auch schattiert. In meinem Gemüt ist dieser dunkle Film immer noch anwesend. Ich meine, rational erfasst habe ich es in Schüben. Meine Großeltern haben sich da recht geschickt angestellt. Sie haben mich ja nicht adoptiert und Bilder, Fotos meiner leiblichen Eltern waren im Hause präsent und ich bin mit ihnen aufgewachsen, aber sie waren für mich so etwas wie große Geschwister. Das Bild Ihrer Mutter hat auf jeden Fall eine starke Wirkung hier im Raum. Ja, ja. Mhm. Ja. Es veranlasst auch zur Anbetung. Ja. Mitunter wende ich mich in meiner Verzweiflung an Sie, wenn es mir am Ideenzustrom gebricht. Dann richte ich einen flehentlichen Seufzer in ihre Richtung. Und mitunter wird es auch erhört. Ja, das sind Studienarbeiten meines Vaters. Die hat er im Alter von 18, 19 Jahren angefertigt. Und für mich ist es einfach ein unbeschreiblicher Gefühlszustand, da ich jetzt nur noch in dem Alter bin, in dem meine Eltern meine Kinder sein könnten. Sie sind ja nur 19 und 21 Jahre alt geworden. Mein Sohn ist jetzt älter als seine Großeltern. Und ich stehe vor diesen Blättern und finde sie einfach sehr stark. Es war ein sehr starkes Talent und aus ihm wäre sicher ein großartiger Maler geworden. Und wer weiß, was dann aus mir geworden wäre. Ja, das ist natürlich ein Versuch, dieses Zustandes irgendwie habhaft zu werden, älter zu sein als die eigenen Eltern. Ich hatte mich zunächst auch porträthaft dort eingebracht, das war dann aber zutiefst lächerlich, das musste ich wieder zurücknehmen. Ich habe da einen Allerweltsrauschebart jetzt platziert, ein bisschen Fidel Castro-lastig vielleicht, aber fällt mir jetzt auf, aber das ist nun so geworden.
Und ja, die fragile Situation teilt sich vielleicht dem Betrachter auch mit, ohne dass er jetzt in die Situation kommt, es buchstabieren zu müssen, vom Inhaltlichen her. Ist auf jeden Fall ein sehr beschützendes Bild. Sie werden beschützt, aufgefangen, gehalten. Ja, aber da haben wir wieder diese plumpen Arbeitshandschuhe, die den direkten Zugriff aufs Material doch verhindern oder erschweren. Das sorgt eben für einen für einen verhinderten Direktkontakt. Und das Zerrbild im Hintergrund als Beobachtung. Der vierte im Bunde. Ja, ich habe ihn einfach mal geschehen lassen. Ich habe ihn Raum greifen lassen, ohne mir darüber im Klaren zu sein, worauf der eigentlich hindeutet. Bis mir dann klar wurde, das ist vielleicht der Stellwerk-Mitarbeiter, der seinerzeit den verhängnisvollen Entschluss fasste oder die falsche Weichenstellung vornahm. Die zu dem Entgleisen des Zuges führte. Ja. Das ist der vierte im Bunde. Also manchmal tritt das Schicksal auch in Gestalt eines Stellwerkbeamten auf. Ja. Selbstporträts von ihm, die schon ein Gefühl vermitteln, dass es sich um einen jungen Mann handelte, dem es nicht an Selbstbewusstsein mangelte. Ich meine, ein 19-Jähriger, ein Kind im Grunde. Sie haben ein Staunen in Ihren Augen, ist das? Ist das so? Ja klar, ich staune, natürlich, ich staune. Ja. Wie waren Sie als 19-Jähriger? Haben Sie sich da gespiegelt gesehen oder eher bewundert, dass Sie so gern gewesen wären? Ich denke, ich habe mich ähnlich wahrgenommen, aber nicht so zum Ausdruck gebracht. Mhm. Aber nein, ich glaube, ich war nur halb so selbstbewusst, wie diese Blätter es uns vermitteln. Ja, nun, hier haben wir eben die vorhin schon erwähnte Petersburger Hängung. Meine Mutter in vielfacher Ausführung. Und ja, das ist einfach ein Zeugnis einer großen Liebe. Hatten Sie in Ihrem Kinderzimmer eines der Bilder? Zweite von den das Farbige. Das Pastell, ja. Das ist ein ernstes Bild. Es ist keine einfache Ausstellung für Sie, ne? Nein, also, dass Sie da Auseinandersetzung, das ist also
Mir ist jetzt nicht bewusst, dass ein Künstler das so jemals irgendwie, also sich auch so offen präsentiert hätte mit dem Publikum. Sie gehen da schon, wie Sie sagen, ganz schönes Risiko ein. Aber ja, bewusst auch einen Platz. Ja. Ja. Und wir haben aber keine Angst davor. Das wird sein, warum sollte ich Angst haben? Ich meine, wovor sollte ich Angst haben? Ich fühle mich ja bestens aufgehoben in der kollegialen Nähe meines Vaters. Sie sind ja immer in Leipzig geblieben. Sie sind Aschers Leben sehr verbunden. Wie wichtig ist für Sie diese Verbundenheit zur eigenen Heimat, dieses Hiersein, dieses Bleiben? Ich setze mich ja gelegentlich anderen Szenerien aus. Das ist ja nicht so, dass ich hier nur in der Furche hocke. Ich gehe ja auch in die Welt und in die Ferne. Aber ich finde mich einfach, ich möchte einfach nirgends der Fremde sein. Ich möchte nie in die Situation kommen, das hier verlassen zu müssen. Und das werde ich sicher auch nie tun. Weil das Fremde Angst macht? Weil ich nicht gern der Fremde bin. Ich bin gern als Vertrauter im Vertrauten wahrnehmbar. Sie malen jetzt seit so vielen Jahren. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, eine Pause zu machen? Ja, Pause wäre mal gut. Einfach mal aussetzen. Das hatte ich schon mal. Das hat mir nichts gebracht. Das hat alles nur verschlimmert. Inwiefern? Tja, weil die Abwesenheit des Malens einfach ein Gefühl der Überflüssigkeit generierte. So, wer bin ich denn, wenn ich nicht male? Und vor allen Dingen, alle anderen malen währenddessen. In den anderen Werkstätten brennt Licht. Nur ich bin nicht da. Das geht auch nicht.